Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Das schalten wir mal aus. Wie lange brennt hier noch der Ofen auf? Mit dem Zeug brennt der lange. Geschmiedetes Eisen brauche ich wieder jede Menge mehr. Fertigen wir mal so viel wie geht. Dann brauchen wir hier Pflastersteine. Mal wieder, wie viel machen? 58 ist jetzt nicht die Welt, aber dadurch braucht man natürlich auch Steinchen und alles drum und dran. Ach, draußen ist wieder neblig. Glaube halt einfach. Ach, ich habe die Lichter. Okay. Ich glaube halt einfach, dass wir die erste Nacht auch nicht überleben werden. Aber okay. Also die erste Blutmondnacht. Aber wir werden sehen. Wieder keine Ausdauer. Die können wir mal reparieren. Die dann so langsam auch mal. Weil die ist schon ziemlich abgenutzt. Gucken wir mal. Also es ist, glaube ich, am siebten Tag um. Wo der, ich weiß, glaube ich, dass die Zahl rot wird. Die Tageszahl, wenn der Blutmond naht. Und noch ist sie nicht rot, die Zahl. Ah, diese Ausdauer, ne? Kommen wir nochmal auf das Essen hier. Was heißt eigentlich dieser Buff? Maximaler Ausdauerbonus, ja, okay. Ist der Berg ja auch langsam weg. Also wir haben auch noch genug Erde. Für Pflastersteine zu machen. Es könnte aber, also man hört schon die Nacht, obwohl die Sonne noch recht weit oben steht, aber es könnte ja unter Umständen der ein oder andere Zombie noch vorbeikommen und gönnen. Es wäre jetzt so maximal das Beste, was passieren könnte. Einfach nochmal so ein Gönner-Zombie. Eisenspitzhacke, genau, kann ich ja jetzt herstellen. Okay, auf Stufe 2. Gut, die habe ich ja eh. Herstellen aus geschmiedeten Eisen und Klebeband, also wäre das auch nicht die Welt, da neue Sachen herzustellen. Ja, so ein bisschen haben wir schon gelernt. Von der Mechanik her stellenweise schwieriger wie Minecraft, aber nicht unmöglich. So, die Bäume ringsum wachsen wieder alle. Die nächsten 240. Was macht der Direktor? Aber was macht er denn aus Erde? Kann ich die nicht? Ja. Habe ich die Erde umsonst gemacht aus dem Lehmboden? Okay. Man sollte vielleicht das Wiki ein bisschen überarbeiten, aber okay.
Ostau, wo bist du hin? Steine, 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 ganz viele Steine. Braucht man später nochmal Lehm, Boden. Sehr viel. Theoretisch gesehen könnten wir uns ja dann trotzdem irgendwie hier so ein. Was ist das denn da hinten? Ich glaube, auf die Seite ist das nicht gut. Okay, das Häschen ist jetzt an meinem Ding gestorben. Hallöchen, Häschen. Das ist die Frage, woraus macht man denn Zement eigentlich? Zement. Zement aus Stein. Okay, also braucht man so viel Stein, auch um dann Zement später zu machen. Oh Mann. Das wird noch was. Und wieder kein Ausdauer. Ich brauch doch nur die Steine. Wieder jede Menge machen. Ah, nur noch 113, weil mir dann der Lehmboden ausgeht. Okay. Dann holze ich das hier aber noch ab, dann habe ich Steine. Ist aber ein großer Felsen gewesen. Verschwindet der Nebel dann wieder. Aber die Nacht kehrt ein. Bin ich mal gespannt. Vielleicht habe ich ja noch mal einen Tag. Ich meine, es fängt echt erst bei dem siebten Tag nachts an. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Und ich weiß, während andere schon längst beim ersten Blutmond waren, sind wir da noch wahrscheinlich wirklich noch lange nicht. Tut mir auch leid. Aber ich möchte das Ganze anständig fahren. Auch wenn das viel Abbauerei ist und viel hier und viel da und keine Ahnung was, aber man muss sich ja auch erstmal was erwirtschaften und aufbauen. Bevor man, ja, bevor es dann so richtig rund läuft und alles drum und dran. Aber man hat ja später, wenn das erstmal alles steht und sich so weit bewahrheitet hat, kann man ja immer noch jede Menge anderen Stuff dann machen, so wie bei dem Händler die Aufgaben mal halt durchgehen, weitere Städte looten, mal gucken, was hier so rum alles ist, was hier noch so gibt. Wir haben ja bisher, wenn wir auf die Karte gucken, echt noch nicht viel umschaut. Also die Karte ist auf jeden Fall das Ganze hier. Wir waren hier unten für eine Quest in der Stadt, da ist der Händler. Hier scheint noch ein bisschen was zu sein.
Hier ist auf jeden Fall noch was, also da werden wir noch jede Menge Spaß haben, denke ich mal. Wenn dann soweit alles steht. Ansonsten, es gibt auch noch andere Maps, die kann man sich dann bestimmt irgendwann auch mal angucken. Wenn wir das nicht schon getan haben, mit Amarok zum Beispiel. Ausdauer, ne? Auf jeden Fall sind wir der Fels in der Brandung. Der Felsen kaputt. Das ist blöd, wenn man auf zwei gleichzeitig einschlägt. Sollte man nicht tun. Eins nach dem anderen. Die Frage, verklammern wir hier, die können wir ja dann erstmal für Licht. Okay, die kann man nicht irgendwo einstellen. Dann halt nicht. Ich habe gedacht, ich bin jetzt smart und stelle die Fackel auf, damit wir Licht haben, aber ein Satz mit X, das war wohl nix. Dann gehen wir jetzt drin nochmal nach dem Eisen gucken. Stück. Aber auch schnell weg. Ah, ich habe die gar nicht. Ah, okay. Ich habe hier Blödsinn gemacht. Aber egal. Dann mache ich halt die hier aus Eisen. Eigentlich die an der Tür wäre am besten, dass ich die auch noch mal aufforste. Weil hier ist ja eben Hasi reingerannt. Okay, jetzt haben wir wieder kein Ei. Doch, haben wir, aber. Ach, man kann die Dinger noch mal. Nee, ich dachte schon. Also das Aim-System ist manchmal schon so. Dann haben wir wieder kein Metall, nicht schlimm. Macht man einfach so viel Spikes drüber und drauf. Wir hätten eigentlich alle mit Metall machen müssen, aber okay. Wissen wir ja vorher nicht, wie gut wir vorankommen, ne? Sag ja, wir haben mehrere Baustellen. Jetzt müssen wir dann gleich auch wieder schön Bäume abfällen. Würde ich dann jetzt so langsam mal machen, damit wir wieder genug Holz haben. Für Spikes zu haben, für drauf zu bauen.
Und die dann zu verstecken. Also ihr merkt schon, wir kommen aus dem Bauen eigentlich gar nicht raus, weil ich immer ständig neue Ideen habe. Aber der eine Skillpunkt hat es voll gebracht. Natürlich habe ich mir nicht gemerkt, wo ich den eben reingesetzt habe. Das nächste Level. Aber das werde ich dann hoffentlich herausfinden. Voll. Ich brauche jetzt bedeutend weniger Schlagkraft. Wieder so angehört, als wäre ein Zombie in der Nähe. Hier ist noch Eisen, ne? Ist das Eisen? Ja, das Stein. Holz noch mal eben weg. Kostet ja nichts. Steine brauchen wir. Hier war doch irgendwo auch Eisen, ne? Ja. Okay, komische Musik setzt ein. Endet auch direkt wieder. Hier ist ein Straßenschild. Okay, keine Ahnung. Okay, die gruselige Musik bleibt. Stoffe, Werkzeug fallen. Kann ich erstmal wieder 20 bauen. Ei, 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 ei. Jetzt war mal wieder diese idyllische Musik. Das Spiel will mich veräppeln. So, also mittlerweile haben wir Nacht. Wir sind fast, oder wir sind schon am Folgenlimit wieder angekommen. Diesmal recht zeitnah und pünktlich. Und dann würde ich nämlich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bis dann.